Bitte sei halt einfach. Hier ist jetzt komplette Nebel. Ah. Heilige Scheiße! Junge, ist das krass. Junge, ist das eine See? Digga, wieso ist da ein Hund? Da ist ein Hund. Zwei Hunde. Schau mal, der Weg ist ein Fluss. Wieder von der Bushaltestelle, aber heute gehen wir und fahren nicht mit dem Bus, denn es ist in Anführungszeichen leichter, den ganzen Spaß zu Fuß zu erreichen, als mit dem Bus. Heute wollen wir nämlich zu dem Wasserfall und das wird cool, da habe ich Bock drauf. So, die einzige Sache, die heute Morgen nicht so prickelnd gestartet ist, ist mein Laptop, der wieder den Geist aufgegeben hat. Da habe ich dann wieder irgendwie zu irgendeinem Laden spazieren, jemandem $80 bezahlen, damit er irgendwie das Kabel vom Akku oder irgendwas anderes wieder repariert, damit er nicht bei schwarzem Bildschirm irgendwie rumpiepst. Das fuckt mich ziemlich ab, deswegen muss ich jetzt irgendwie auf andere Gedanken kommen. Gut. Well, well, well. Das ist der Old Highway. Da war er abgesperrt, aber es hat ein kleiner Weg drumherum geführt. Und der bringt mich jetzt ziemlich weit bis da oben an diesen Peak. Nicht so ganz hoch, aber schon ein gutes Stück. Und mache ich da oben wahrscheinlich erstmal Frühstück. Ja, und dann gehen wir weiter. Junge, das ist eine alte, verlassene Straße. Schon cool. Krass, da oben sieht man den neuen Highway und ich glaube dahinter ist so eine kleine Brücke. Das dürfte dann der alte Highway sein. Das heißt, ich laufe jetzt einmal unter dem neuen durch und dann auf den alten oben wieder drauf zu kommen. Es ist schon spannend zu sehen, teilweise, was die Natur mit so einer alten Straße macht. 1919 wurde die Brücke erbaut, sprich die Straße wahrscheinlich auch. Das heißt, sie ist über 100 Jahre alt. Ja, und ist wahrscheinlich in den letzten vielleicht so 30 Jahren oder so geschlossen worden. Aber das ist schon spannend. Ich bin mal gespannt, wie gut in Schuss die Brücken gleich sind. Eine Abzweigung später und es wird enger und bewachsener. Geil. Digga, wieso ist da ein Hund? Da ist ein Hund. Zwei Hunde. Hoffe ich mal, dass da jetzt auch noch ein Mensch kommt. Drei Hunde. Hallo. Hey. Good morning. Jo, scheint, als wäre es eine beliebte Route für Hunderunden. Alles entspannt. Kannst mir nicht erzählen, dass das mal eine Straße war hier. Also klar, die ist aber schon so zugewachsen, Digga. Das ist krass. Ah, und jetzt wandelt es sich in einen Trail um, oder was? Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, da ist die Autobahnbrücke. Ich würde sagen, dann gucken wir einfach mal, wo wir hier durchkommen. Ah ja, da vorne geht's weiter. Junge, es wird immer enger. Wir sind schon so hoch. Und hier wird's jetzt abenteuerlich. Aber ich habe echt keinen Bock drauf, wenn das hier jetzt die ganze Zeit so weitergeht, sage ich dir ganz ehrlich. Wir gehen mal durch. Guck mal, wie es hinten aussieht. Okay, es klappt wieder auf. Perfekt. Super. Super, oder? So, jetzt geht's hier unter der Brücke lang. Ich glaube, diese Leiter
ist mein nächster Step. Aua. Weil? Ja, wirklich was anderes gibt's hier nicht. Ja, gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass wir hier weiter hoch müssen. Und das, ja, okay, das hat Teer und Wände. Natürlich höchst beruhigend zu sehen, dass hier diese riesigen Steinbrocken liegen, also da runtergefallen sind. Schauen wir mal. Cool, ey, macht Bock, das ist abenteuerlich. So, da geht die Brücke weiter mit dem Weg hier. Da geht der Highway lang und man hat eine geile Aussicht. Bis da ganz, ganz, ganz hinten, wo man diese kleine Insel sieht, das ist der Chinaman's Hat. Das aussieht wie so ein Hut von so einem Chinesen. Das ist cool, dass man so weit gucken kann. Und ich wohne bei dem Host ungefähr da. Ja, das kommt ungefähr hin. Und da das Gebäude, das ist ein Golfkurs und von dem geht auch der alte Highway los. Also von da bin ich so da hochgelaufen. Cool, das sieht irgendwie echt, echt krass aus. Mir gefallen auch sehr die Berge da hinten mit den, mit diesen Ridges überall. Und es ist sehr klar, weil man sieht da hinten die Berge auch. Also es hat zwar Wolken, aber die liegen nicht so tief wie sonst. Das ist echt cool. Ja, und der Ausblick, ne? Muss man halt nicht sagen. Geil. Jo, und schon der erste Wasserfall. Sieht man das? Sieht man den da? Zwar nur ganz bisschen, aber da kommt auf jeden Fall Wasser durch so einen Schlitz runter. Cool. Und jetzt gehe ich über die Brücke und hoffe, dass sie hält. Hange, ist das ein geiler Weg. Da hinten kommt der Highway wieder aus dem Tunnel raus, wie man es hört. Und ich schlängel mich sozusagen einmal durch den Berg durch. Da ist der Tunnel. Und für mich geht es jetzt einmal so links da außen rum. Da oben geht es die nächste Brücke rum. Und dann dürften wir auch schon an dem Aussichtspunkt sein. Dann gibt es Frühstück und dann ist es, glaube ich, noch so eine halbe Stunde bis zu dem Hike Trailhead. Also zu dem Beginn des Hikes. Und ja, dann halt noch der komplette Hike. Das wieder zurück. Und die ganze Strecke wieder bis unten. Aber naja, wir haben ja Zeit. Und danach werde ich meinen Laptop fixen. Hoffentlich, Digga. Das nervt mich. Jo, das ist dann das, was man nicht möchte. Auf so einer Brücke. So ein riesiger Absturz hier. Wo die Brücke irgendwann mal zusammengesackt ist. Haben sie da so Netze hingemacht. Aber, ach nee, was ist denn jetzt? Ach nee, muss ich jetzt da wirklich drüber klettern? Ach nee, das wird ja ein Spaß. Vielleicht ist das sogar schon das Pali-Lookout. Wer weiß. Ach Mann. So, habe mich einfach da durchgezwungen. Falling Rocks, do not go beyond this point. Ah, gut, dass wir daher gekommen sind. Das heißt, das dürfte doch das Pali Lookout sein, hier oben. Also hier ist dieser Viewpoint. Mal ganz kurz den View abchecken. Oh, ist gut. Mhm. Ja, vor Ort, da sind Leute auch. Okay, cool. Ja, das Pali Lookout ist auch windig, ziemlich. Sehr windig, weil der Wind von unten hier nach oben schießt. Jesus. Alter, da pustet mir echt die Birne weg. Vielleicht wird erstmal gefrühstückt. Oh, sieht aus. Da gibt es eine kleine Hütte auf der Bank. Oder halt den Parkplatz runter. Ja, und dann geht es noch ein bisschen auf dem Highway entlang. So, und jetzt gehen wir ein kleines Stück am Highway entlang. Da vorne ist eine coole Ridge. Coole Mountain Ridge. Da vorne ist auch hell, also blau. Vielleicht wandern wir ja da. Ja, es war mal angenehmer, aber was will man machen? Ich glaube, es sind 17 Minuten. Und jetzt ist es dann noch 10 oder was. Also auf dem San Torino, Verkehr ist auch nicht so krass. Ich habe einen schönen Seitenstreifen und das ist schön. So, jetzt gibt es eine ordentliche Stulle. Hier mit meinen Drehs am Highway und ich glaube, da geht es hier rechts rein. Steht zwar irgendwie Zutritt verboten, aber sieht nicht danach aus. So, da bin ich jetzt hergekommen. Ich
meine, das würde einen Pfeil anzeigen, der mich gleich dann wieder dahin zurücklotst. Hier wollen wir uns nämlich nicht drinnen verlaufen. Und da ist so ein pinkes Schildchen. Und das war eben auch am Anfang von dem Weg. Da. Das sagt mir dann wahrscheinlich, yo, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich bin mal sehr gespannt, wie gut das machbar ist und wie matschig es vor allem wird. Weil wenn man natürlich zu einem Wasserfall geht, könnte es feucht sein. Also, mal gespannt. Und ich will mich natürlich nicht verlaufen. Okay, so viel dazu, ne? Das heißt es, oh, ja, wackelnde Baumstämme balancieren. Heiliger Jesus. Das ist ja maximal ehrenlos. Hör mal, der Weg ist ein Fluss. Ich dachte, das wird hier keine Flusswanderung. So, hier um die Ecke. Scheiße, hoffentlich geht das nicht so weiter, ey. Na, da vorne ist wieder so ein pinkes Schild. Das heißt, wir sind richtig. Schön tief in den Bambus rein, wie es sich gehört. Alter. Kurz wieder ein neues Biom hier. Ah, ist ja spannend, ey. Ah, dann war das wahrscheinlich hier der Weg. Und der ist jetzt einfach nur überschwemmt. Aber geregnet hat es eigentlich nicht. Zumindest nicht bei uns, aber das heißt ja bei auf Hawaii nichts. Junge, was ist denn das jetzt hier? Da ist wieder ein pinkes Schild, sehr gut. Junge, das ist ja auch so ein riesiger Bambus. Das ist ja so krass. So, eine Minute später und schon sieht das hier nach einem vernünftigen Trail aus. Da vorne ist das pinke Schildchen. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Geiler Scheiß. Soll wohl laut Organic Maps eine Stunde dauern, der Weg bis dahin. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich links oder rechts muss. Super. Aber wir merken uns das mal an diesem Rohr hier vielleicht, dass wir da gleich auch schön wieder zurückgehen, wenn wir zurückkommen. Ich gehe mal hier oben lang. Ah, da ist ein pinkes Schild, super. Dann auf zu den Lulumahu Falls, würde ich sagen. So, das sind zwar noch nicht die Lulumahu Falls, aber Falls, die auch ganz cool sind, aber eher menschengemacht, so wie es aussieht. Jetzt frage ich mich gerade, wo der Weg weiterführt, außer halt hier drüber. Ja, über die Steine und dann da rechts lang wahrscheinlich, ne? Ja, krass. Na gut, machen wir das. So, jetzt wandern wir neben dem Fluss anscheinend den Hügel hoch. Ich bin mal gespannt, wie hoch das im Endeffekt gehen wird. Pinkes Schildchen, super. Eng ist es hier, aber geht noch. Tschüss. So, es wird wieder abenteuerlich. Hier über die Steine drüber bis nach da hinten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das Smart anstellen soll. Ja, gerade weil der Stein ja auch ein bisschen nervig ist. Der hier? Oh ja, der ist besser. So. Da angreifen. Perfekt. Und einmal über den Baum klettern. So. Ich hoffe, dass ich noch auf dem richtigen Weg bin. Aber das sagen uns ja immer
die pinken Bändchen. So, erster Wasserfall, aber das ist noch nicht der Lulumahu Fall. Der ist nämlich noch ein ganz kleines Stück dahinter. Das heißt, wir gehen jetzt da dran vorbei, da hoch. Und dann kommen wir hoffentlich zu den Lulumahu Falls. Da ist noch so ein pinkes Teil, das heißt, wir sind richtig. Jetzt muss ich mich hier noch irgendwie entlang prügeln. Ja. Cool. Da vorne stand ich eben. Da geht's weiter. So, keine Minute später. Ich bin gerade oben angekommen. Darf ich vorstellen? Die Lulumahu Falls. Yay! Alter, krank! Alter, wie hoch bitte! Wie hoch! Da und dann geht's da oben noch weiter. Ich guck mal, dass ich ein bisschen näher rankomme jetzt gleich. Junge, Junge, Junge. Krass. Sieht geil aus. Da links noch so eine kleine Höhle. Schön. Gefällt mir. Das Wasser ist auch so klar. Ich überlege, ob ich mal reingehen soll. Das wird zwar sehr kalt sein, aber ist ja eigentlich nicht so wild. So, jetzt gibt es einen Apfel vom Wasserfall und hier habe ich den ultimativen Kühlschrank gemacht. Jetzt wird das Wasser nämlich im kalten Wasser einfach abgekühlt. Dann habe ich gleich kaltes Wasser zum Trinken. Das ist schön. Und jetzt wirklich saftig ein Apfel. Schnitzel. So, und dann ist es auch schon wieder an der Zeit, sich auf den Rückweg zu machen. Kommt ein ziemlich langer Weg zurück bis nach Kaneohe und dann noch weiter zu dem Computer-Service-Laden. Das stinkt mir natürlich ein bisschen, aber was will man machen? Und Abfahrt. Naja, ich erinnere mich. An dem bin ich eben auch vorbeigekommen. Der sieht cool aus. Das sind alles Wurzeln. Luftwurzeln sind es ja nicht wirklich, weil sie gehen ja in die Erde rein. Lustig. So, und wieder im Bambuslabyrinth angekommen. Jetzt muss ich hier nur noch rausfinden. Dann geht's wieder am Highway entlang und wieder auf den alten Highway. Let's go. Wo gehe ich denn hier lang? War nicht da. Gut, gehen wir mal hier runter durch. Autsch. Cool. Et voilà. Le Highway. Oder so. Gut. Danke, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Schreib mir gerne deine Meinung zu diesem Video in die Kommentare und um die nächsten Videos von meiner Radreise nicht zu verpassen, kannst du gerne den Kanal abonnieren. Für aktuellere Infos kannst du auch auf meinem Instagram vorbeischauen, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Aber für heute verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Video wieder.